Hallo und herzlich willkommen bei Mellis Backwelt. Heute zeige ich dir diesen leckeren Schokoladen-Apfelcake, der zusätzlich mit Traubensaft getränkt wurde. Dieses Rezept habe ich aus der Zeitschrift Migusto und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Als erstes fange ich mit den Äpfeln an, da die nachher 15 Minuten im heißen Traubensaft ziehen müssen. Diese werden nun geschält und das Kerngehäuse entfernt. Am besten machst du das mit so einem Kerngehäuser-Ausstecher. Ich habe jetzt hier säuerliche Äpfel genommen, einfach um das Ganze ein bisschen besser abzurunden. Nun werden die Äpfel halbiert und wie ein Fächer eingeschnitten. Damit man da nicht die ganze Zeit durchschneidet, nimmst du am besten solche Spieße, die dürfen auch ein bisschen dicker sein. Und nun wird das Ganze eingeschnitten. Es macht auch nichts, wenn du einmal durchschneidest. Das ist mir auch passiert am Anfang. Aber nachher klappt das. Hier siehst du, habe ich ein Stück abgeschnitten. Das passiert sehr schnell, wenn man das Messer nicht gerade hält. Dann schneidet man in den Schnitt von vorhin. Hier kannst du nun schön sehen, wie das Ganze so aufgefächert ist. Nun gebe ich den Traubensaft in die Pfanne und das Ganze wird kurz aufgekocht. In der Zwischenzeit, wo das Ganze anfängt zu kochen, wiege ich mir das Ganze schon mal ab. Hier habe ich den Zucker, zwei Eier, dunkle Schokolade, den Butter, das Mehl, Backpulver und die Haselnüsse. Das ganze Rezept findest du wie immer unter in der Videobeschreibung. Die Butter und die Schokolade wird nun im Wasserbad geschmolzen. Dafür stelle ich das Ganze jetzt auf den Herd und koche das Wasser einmal auf und nachher wird das Ganze ausgeschalten. Der Traubensaft hat jetzt nun sprudelnd gekocht. Nun kommen die Äpfel hinein. Die werden jetzt hineingelegt und der Deckel oben drauf getan und dann wird das Ganze 15 Minuten so durchgezogen. In der Zeit habe ich sie sicher zweimal umgedreht, damit das Traubensaft überall hinkommt. Bereite ich mir die Keksform zu, für das nehme ich ein Backpapier, verknülle das rasch und hebe es unter den Wasserhahn. Nun ist das Ganze nämlich schön weich und man kann die Form super damit auslegen. Den Backofen habe ich auf 180 Grad Ober- und Unterhitze eingeschaltet. Das Papier lege ich jetzt nun möglichst faltenfrei hinein. Und fange auch schon mit der Masse an. Nun wird der Zucker und die Eier in die Schüssel hineingegeben und das Ganze wird ganz schaumig aufgeschlagen. Die Schokolade und die Butter sind ja schon auf dem Herd, über dem Wasserbad und das Ganze schmelzt da vor sich hin. Ganz wichtig, mach das zuerst, denn das dauert ein paar Minuten, bis die Schokolade da geschmolzen ist. Wenn die Masse dann so hell aussieht und die Schokolade oder die Butter geschmolzen ist, dann wird es Zeit, ein wenig runterzuschalten und die Schokolade-Butter-Masse langsam hineinzugeben. Nun wird das Mehl und den Backpulver wieder vermischt, runtergeschalten, Haselnüsse hinzu, kurz gut vermischen und danach das Mehl-Backpulver auch hinzu. Sobald alles gut vermischt ist, wird nun alles in die Cakeform hineingefüllt. Schau da, dass es wirklich schön gleichmäßig verteilt ist, die ganze Masse, damit es nachher auch schön gleichmäßig gebacken ist. Nun kommen unsere Apfelstücke wieder zum Einsatz. Die werden kurz ein wenig abgetropft. Und hier siehst du, wie schön weich diese Lamellen jetzt geworden sind. Meine Äpfel sind eher dunkel geworden, da ich den Traubensaft selber gemacht habe von unseren Trauben. Und diese sind recht dunkel im Saft geworden. Nun kommen die Äpfelstücke oben drauf
Und da musst du sie ein bisschen eindrücken, so circa einen halben Zentimeter, und sie schön verteilen. Nun kommt das Ganze für 35 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. In der Zwischenzeit, wo das Ganze im Backofen ist, habe ich nun diese 5 Deziliter Traubensaft einreduziert auf circa 1 Deziliter. Da meine Trauben sehr dunkel sind, wurde auch dieser Saft sehr dunkel, jetzt auch durch das Einkochen. Und es wird jetzt ein ganz dunkler Keks. Aber ich muss dir sagen, es schmeckt fabelhaft. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ausmacht. Ganz wichtig ist, wenn du solche Cakes tränkst, mach das, solange sie noch heiß sind. Also aus dem Ofen rausnehmen und sofort anfangen zu tränken. Diesen Schritt habe ich sicher 3-4 Mal wiederholt, bis es wirklich nicht mehr saugt. Ich habe das Ganze dann ein bisschen abstehen lassen, bis der ganze Traubensaft schön eingezogen hat. Und nun packe ich das Ganze auf meine Cake-Platte. Das nächste Mal werde ich den ganzen Cake tränken, auch die Seiten, einfach aus optischen Gründen. Denke ich, wird es schöner aussehen, wenn man auch die Seiten kurz ein wenig einpinselt. Aber vom Geschmack her hat es da keinen Unterschied gegeben. So sieht das Ganze nun aus, schön glänzig und dunkel. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich riesig darüber freuen. Auch wenn du noch kein Abonnent von mir bist, bitte abonniere doch meinen Kanal. Es ist kostenlos und so verpasst auch gar kein Video mehr von mir. So sieht das Ganze jetzt aufgeschnitten aus. Diese Äpfel sehen einfach super aus mit ihren roten Farben jetzt. Und der Cake war sehr, sehr schnell weg. Jeder hat sich drum gerissen, denn diese dunkle Schokolade, das Herbe mit den Nüssen und die säuerliche Äpfel, das schmeckt einfach wunderbar. Diese Trauben, das Süße, also sehr harmonisch. Ich empfehle dir wirklich, dieses Rezept nachzumachen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken und alles, alles Gute.